mit England habe ich wirklich meine Probleme. So, aber sei es drum. Wir suchen uns jetzt trotzdem hier in das Örtchen eine Fracht. So. Ich glaube, die ist hinter der Halle, ja. So, schauen wir doch mal. Wo ist unsere Fracht? Okay, was mich ein bisschen wundert ist, dass ich überhaupt keine normalen Frachten mehr habe. Ich habe irgendwie nur noch Schwerlast, oder? Kann das sein? Dann haben wir in Birmingham. Gehört uns die Werkstatt gar nicht? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Birmingham, Birmingham. Ich glaube, wir waren hier schon mal, aber wir haben die noch nicht gekauft. Okay, Moment. Garagenmanager. Nö. Wir haben kein Birmingham, keine Werkstatt. Keine Dings. Dann fahren wir mal da vorne und holen die uns. So, dann fahren wir einmal kurz hier über den Kreisverkehr vorne und holen uns mal die Werkstatt noch. Weil wenn wir einmal hier sind, oder, dann sollten wir das auf jeden Fall mitnehmen. Meiner Meinung nach zumindest. Na, seht ihr, hier vorne können wir auch dann links rausfahren. So, okay. Jump, 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 jump. Okay, die Hammer. So. Wieder fast falsche Straßenseite. Das werde ich nie kapieren hier in England. So. Okay. Gut, fahren wir hier vorne raus. So Leute, jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit zu quatschen hier. Erzählt mal, was habt ihr denn alles Schönes erlebt gemacht? Also wir waren diese Woche wieder auf Baustelle gewesen. Und wir waren auch heute auf Baustelle gewesen und haben heute das Kinderzimmer komplett fertig gemacht. Also
der Feline, ihr Zimmer ist quasi komplett fertig. Das Bettchen schon aufgebaut und alles. Und ja, sie hat sich wirklich gefreut. Wir haben uns auch gefreut, dass das fertig ist. Die Türen kamen heute, also das heißt, die ersten Türen haben wir schon eingebaut und eingehängt. Und ja. Ich glaube, es gibt Linke oben auf dem Dach, können wir auch ausmachen. So, auf die Autobahn. Der zieht mir voll weg hiervon, ey. Das gibt's ja gar nicht. Oh, Marcel, bei dir geht's im Laufe der nächsten Jahre mit dem Hausbau los. Schön. Ja, ich weiß, was eine Rehraupe ist. Nee, brauchen wir aktuell nicht. Komm schon, mach ein bisschen Platz jetzt. Ja. Ich komme eh nicht vorbei, es ist nur zum Kotzen. Jetzt aber mit Windschatten. Und rausgezogen. Oh, Dario, der Einzug kommt wirklich immer näher. Es ist so krass, also es ist wirklich so krass. Und, ja, also es ist wirklich krass. Also das, ich hätte nicht gedacht, dass wir das alles so hinkriegen. Also muss man wirklich sagen. Aber man muss sich halt dann einfach auch mal was zutrauen wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Jean ist ins Bett schon, weil die Kleine ist ein bisschen krank, hat eine Schnupfnase mit allem drum und dran und ja, deswegen ist die Jean jetzt mit ins Bett gegangen. Ja, mein neuer Schreibtisch, das ist echt so ein Ding, weil das Problem ist, der ist noch nichts in Ding, in, ja, es ist was in Planung, aber es hat sich noch gar nichts getan, was das betrifft und das wird langsam eng, weil ohne Schreibtisch wird es ja nicht, ne? So, dann müssen wir mal gucken. Also es ist sowieso, also dieser Umzug und das alles, müssen wir sehen, wie ich das dann auch mit YouTube mache und mit dem ganzen Drum und Dran. Das ist gar nicht so einfach. Dann mal gucken, ob wir das alles so hinkriegen, ohne dass wir Videos ausfallen lassen müssen. Und ja, mir wäre es natürlich schon das Liebste, wenn trotzdem alles ganz normal weiterkommt und ganz normal weiterläuft. Also das wäre schon am coolsten auf jeden Fall. So. Beleuchtung in meinem Zimmer, ganz normale Beleuchtung. Nicht irgend so ein Rapunzel-Gefunzel, sondern einfach eine gute Besserung. Danke, Michi, danke. Sagt der Kleine gute Besserung. Ja, ist blöd, ne? Wenn die immer verschnupft sind, alle sind ja auch ein bisschen quengelig gesamt, hat sie ein bisschen Bauchschmerzen gehabt und so und. Ja, doch, hier ist es auch blendlich. Geht doch. Zur Not MDF-Platte drei Bierkästen. Sag ich ja auch. Das geht definitiv auch. Erst die Familie, dann Jut. Ja, klar, machen wir natürlich auf jeden Fall erst alles andere fertig. Das ist mal ganz klar. Also wir ziehen in keine Baustelle. Ich bin auch niemand, der irgendwas unfertig lässt. Also das gibt es bei mir nicht. Ne? Bei mir muss immer alles fertig sein. So. Soll deine neue Wohnung fertig bekommen, Juri? Und dann morgen bist du offiziell Londoner. Wow, cool. Freut mich für dich. Schön. Eine Disco-Beleuchtung? Ach nee, auf sowas stehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich mag eine gute Ausleuchtung. Schick mal per Post die Baupläne. Die Kosten. Die gibt es nicht umsonst. Die heiligen Baupläne. Es ist ein sehr schönes Haus, muss man wirklich sagen. Es ist absolut unser Traumhaus. Also, nur für uns, ne? Jemand anders gefällt es nicht oder so. Das ist alles auch kein Problem, wenn jemand sagt, hey, das Haus ist
hässlich oder ist nicht so schön oder was weiß ich. Es geht ja nur um uns und unsere Meinung, weil wir wollen ja da drin wohnen und sterben. Und deswegen können wir für uns sagen, es ist wirklich unser Traumhaus. Und es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, dass wir das so gut hingekriegt haben. Also ohne, dass wir jetzt, haben ja ganz viele Leute spielen ja eine Rolle. Ne? Also das ist ja, holla die Waldfee, ey. Mann. Ja, das ist ja nicht unser Verdienst alleine. Es ist ja von ganz vielen Leuten, die da mitgeholfen haben. Ganz viele Gewerke haben da ja eine Rolle mitgespielt und alles. Und wären die ja alle nicht gewesen, dann würde das ja gar nicht so schick alles aussehen und so gut sein. Und dafür sind wir unglaublich dankbar. Also dafür sind wir wirklich unglaublich dankbar, dass so viele Leute uns geholfen haben, das Ganze so schön zu machen. Weil es ist ja unser Zuhause. Und es ist einfach so ein Heiligtum, ne? Ist einfach so ein ganz großes Heiligtum, dem man dann eine Krone aufsetzt und ja, wo wir sagen, mal schauen, ne? Also das ist echt Wahnsinn. Die Todeszone hier vom Lenkrad ist echt ziemlich groß. Lasst euch überraschen, wer morgen mit dabei ist und wer nicht. Lasst euch überraschen. So, ich muss ja nebenbei immer mal auf den Chat mitgucken und deswegen kann es passieren, dass wir einfach mal über den Grünstreifen fahren. Danke an Lolo. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, 4 Jahre und jetzt natürlich. In 4 Jahren macht man eine gewisse Entwicklung durch und man versucht sich auch immer zu verbessern. Ich habe ja auch immer versucht, irgendwie voranzukommen und nicht zurück. Ja. Also bis auf die Wanne, ich bräuchte persönlich eine größere. Finde ich euer Haus echt Hammer. Bin dann gespannt auf die Außengestaltung. Ja, Butter, Dankeschön. Also wirklich Dankeschön. Das Gäste-WC ist der Hammer. Oh, das finde ich auch. Das Gäste-WC gefällt uns auch unglaublich gut. Das ist wirklich gut geworden, ne? Ich werde firmentechnisch, also die genannt werden wollen, und das sind bis jetzt eigentlich alle. Ja, werde ich das nennen. Na klar, warum nicht? Smart Home vorbereitet, aber nicht eingebaut. Die Dusche ist auch cool, ne? Ich finde die Dusche auch super. Wir haben sie noch nicht eingeweiht, aber ich muss sie unbedingt einweihen. Theoretisch könnte ich mir jetzt ein Duschbad schnappen, eine Handtuch nehmen, könnte rübergehen duschen. Da ist alles da, warmes Wasser. Das Wasser läuft, es ist warmes Wasser da, es ist halt, also theoretisch alles möglich. Die Badmöbel? Ja, die Badmöbel sind auch super. Meint ihr, Günni fliegt raus morgen? Ich weiß nicht. So, als Jahresabschluss kriegt Günni die Kündigung. Wäre ja auch mal nicht schlecht, ne? Tino, Familie und Chef, einen guten Rutsch vor die. So. Bigfoot, danke fürs Resubscriben. Das wünsche ich die Tino-Familie und Chef. Einen guten Rutsch vor. Dankeschön. Just do it. Bremboy, dankeschön für deine Donation. Dankeschön für die 2 Euro. Das wünsche ich von dir. Vielen, vielen Dank. Hau alle aus dem Chat hier in den Abstand für den Bauflock als treue Unterstützung. Ja, das könnte man machen, ne? Ah, das sind aber ganz schön viele. Morgen bindet man Füße an die Rakete und er fliegt. Er wird in die Luft geschossen, genau. Wenn die Mexikaner das Feuerwerk sicher machen, ja.
Danke, Anton, das ist wirklich nett von dir. Ja, es wäre nicht nur besser für Günthers Herz, es wäre auch besser für mein Herz. Hey, Bigfoot, schade, dass du arbeiten musst am Wochenende, aber trotzdem Dankeschön, dass du vorbeigekommen bist und danke für den Visa. Ist es sicher? Hey, Ciao, wie, du bist verletzt? Oh nein, hast du dich wirklich noch verletzt? Hey, Ciao, aber schön, dass du vorbeischaust. Die Beleuchtung im Wohnzimmer, oh, schön, dass sie euch gefällt. Ah, Farbwechsel wollten wir eigentlich extra nicht. Weil wir hatten schon mal so eine Beleuchtung mit ihr RGB, also wo du alle Farben machen kannst, und wir haben es nie genutzt. Wir haben wirklich immer nur dieses Warmgelb, also diese Warmweiß angehabt. Opa den Krückstock verloren. Der UAZ, ja, der gefällt mir gut. So, wir sind gleich am Ziel angekommen, das ist schön. Komm, Hitcher, was hast du denn? Sag doch mal. Holy shit, what is this? It looks like donate. Oh my god, I will cry from all the bamboo I'll buy. Für den Jahresabschluss, Hobie. Dankeschön, das ist wirklich lieb von dir. Vielen, vielen Dank, Hobie. Aber der Jahresabschluss ist morgen. Hüfte verrenkt, 8 Kilometer Fußmarsch. Das ist offiziell ein Wrack. Ja, Wrack warst du schon vorher, jetzt halt offiziell, für genau. Für den Jahresabschluss. Hobie, das ist wirklich ganz lieb von dir. Dankeschön für die Donation, danke für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank, Hobie. Danke sehr. Ja, wie gesagt, der richtige Jahresabschluss ist ja wirklich dann morgen. Morgen werde ich das Glas erheben und werde eine Rede halten. Eine Rede zum Volk. Und diese Rede wird voller Dankbarkeit und voller guter Worte sein. Für großartige Menschen, die einen das ganze Jahr unterstützen. Das und noch viel mehr wird es morgen geben. Wir sind am Ziel, Leute. Wir sind am Ziel angekommen. Blame off. Gibt's endlich mal. Oh, das ist wieder so eine blöde Einfahrt hier. Wir kommen nicht rum, aber müssen wir auch nicht. So, super. Brauchen Erfahrungspunkte. Wir brauchen Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. So, wie viele Punkte brauchen wir denn noch? Oh Gott, wir brauchen noch so viele Erfahrungspunkte. Es ist unglaublich. Na gut, aber den Auftrag haben wir schon mal sehr gut gemeistert.